Ja Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des River Vlogs. Wir haben heute den 8. April und es ist wirklich ziemlich warm in Deutschland. Wir haben 27 Grad, das ist nicht normal, aber bei dem Wetter muss man es ausnutzen und rausgehen zum Angeln. Ich bin am Fluss, wie gewohnt, an einer neuen Stelle diesmal, weil der Plan für heute war eigentlich unter Wasser zu filmen, aber der Fluss ist trüb. Nichtsdestotrotz probiere ich es jetzt tagsüber trotzdem, die Kamera unter Wasser zu legen. Deswegen bin ich extra in einem bisschen flacheren Bereich, weil da dringt das Licht ein bisschen tiefer. Ja, heute Nacht geht die Mission los für dieses Jahr. Ich möchte ein bisschen mehr auf Wels angeln hier an dem Fluss. Ich weiß, dass ein paar Welse unterwegs sind. Ich habe in der Vergangenheit immer mal wieder einen gefangen. Aber so einen richtig großen habe ich noch nicht gefangen und das möchte ich heute Nacht probieren. Tagsüber macht es eher wenig Sinn. Heute Abend suche ich mir ein paar Würmer mit der Kopflampe. Und dann werde ich hier ein bisschen auf Wels angeln mit einer Rute und die andere natürlich auf Karpfen reinlegen. Jetzt bereite ich aber erstmal eine Rute vor und die Unterwasserkamera, um hier vielleicht tagsüber eine Barbe zu catchen oder irgendwie ja, einen kleinen Karpfen, weil hier ist ein sehr, sehr flacher Bereich vor mir. Da werde ich jetzt einfach mal ganz getrost bei dem schönen Wetter reinlaufen, die Kamera legen und die Rute und dann einfach eine Stunde mal drauf angeln. Wenn in der Stelle nichts gehen sollte, gehe ich in die nächste und immer so weiter, dass ich mich heute Abend dann an dem Spot einfinde, wo ich dann nachts auf Wels angeln möchte. Aber jetzt geht's erstmal los. Kamera ist fertig. Jetzt wird noch die Rute montiert, dann lege ich das Ganze mal raus. Gucken, wie das da unten aussieht. Die Rute liegt. Ich bin komplett nass, bis auf die Unterhose. War doch ein bisschen tiefer, als ich gedacht habe. Aber ich bin ganz guter Dinge, dass das funktioniert tatsächlich. Weil ich habe beim Rauslaufen schon eine Barbe gesehen im Flachwasser. Ist wirklich sehr flach da außen, also so ja, ein bisschen tiefer als knietief. Es war ein bisschen schwierig auch, das Futter dort zu platzieren, weil es sehr, sehr starke Strömung da außen ist. Aber ich bin echt gespannt, wie die Unterwasseraufnahmen werden. Das Wasser ist leider noch sehr trüb. Also wir werden das irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt auch nochmal bei klarerem Wasser probieren. Aber ich bin mir eigentlich sicher, wenn da jetzt ein paar Fische vorbeikommen, dass man zumindest was sehen sollte. Lange hat es nicht gedauert und die ersten Fische haben sich auf dem Platz eingefunden. Neben einigen Brassen hat sich sogar mal ein Karpfen gezeigt. Ab und an haben sich die Brassen mal einen Boili schmecken lassen. Jedoch haben sie erstmal mein Rig komplett ignoriert. Es ist auf jeden Fall mega interessant zu sehen, wie sich die Fische in der starken Strömung verhalten. Oberhalb der Wasseroberfläche hat man von diesem ganzen Trubel unter Wasser gar nichts mitbekommen. Da blieb alles erstmal komplett ruhig. So, ich habe jetzt nochmal neu alles gelegt und platziert, die Kamera auch nochmal umgestellt. Nichtsdestotrotz sind auch Karpfen hier im Flachwasser unterwegs und voll in der Strömung. Das hatte ich nicht gedacht, dass die so krass in der Strömung fressen. Das ist eigentlich eine Stelle, wo ich jetzt nur gedacht hätte, okay, da fängt man eine Barbe. Aber anscheinend sind da auch die Brassen gut am Start. Jetzt habe ich wieder 1,5 Stunden Batterielaufzeit. Bin wieder komplett nass. Also das nächste Mal muss ich auf jeden Fall mit der Warthose rein, sonst schlafe ich heute Nacht mit nasser Hose. Das wäre nicht so gut. Mega geil. Cool, dass es funktioniert. Ich bin echt happy und ich habe richtig Bock, das nochmal zu machen, wenn das Wasser ein bisschen klarer ist. Aber auch jetzt schon sieht man richtig viel. Es freut mich voll, dass es funktioniert. Ich habe jetzt auf jeden Fall das Rig geändert. Ich habe jetzt einen kleinen Schneemann montiert. Ich will einfach sehen, wie sich der unter Wasser verhält, ob die Strömung ihn zu viel bewegt, dass die Fische keinen Bock haben, ihn aufzunehmen. Und ja, wenn der Karpfen nochmal kommt, der da vorhin rumgeschwommen ist, sollte man eigentlich einen Biss kriegen, so wie das da aussieht. Aber ob es letztendlich wirklich funktioniert, ist fraglich. Der
Der neue Hakenköder schien für die Fische deutlich interessanter zu sein. Trotzdem schien es so, als würden die Fische nur drumherum fressen und nicht aktiv den Köder attackieren. Auch der Karpfen ließ sich erstmal nicht mehr blicken. Dafür kann ich euch jetzt schon versprechen, zu einem späteren Zeitpunkt kam er nochmal zurück. Die Route war jetzt weitere 1,5 Stunden im Wasser und es ist nichts passiert. Ich hatte 1-2 Schnurschwimmer, wo ich zumindest glaube, dass es Schnurschwimmer waren. An der Stelle hat es auf jeden Fall nicht geklappt. Deswegen laufe ich jetzt nochmal 20 Meter flussaufwärts, weil da ist ein kleinerer, strömungsberuhigter Bereich und da ist sehr viel tiefes Wasser direkt davor. Und da lege ich jetzt nochmal die Kamera rein und hoffe, dass da einer beißt. Bevor es jetzt hier mit den ganzen Unterwasser-Live-Bissen weitergeht, möchte ich euch noch was erzählen über das Game Fishing Clash. Ist ein Mobile-Game. Die sind auf mich zugekommen und haben gesagt, okay, für alle die von deiner Audience noch nicht dieses Spiel kennen, die müssen das erfahren. Die unterstützen natürlich mit dieser Kooperation auch den Kanal. Ich habe vor einiger Zeit das Spiel runtergeladen und muss sagen, es ist für ein Handyspiel richtig realistisch geworden. Man sieht dabei, dass auf jeden Fall in der Entwicklung Angler beteiligt waren. In den USA ist das Ganze ein richtig großes Ding. Da ist Fishing Clash sogar Hauptsponsor von der Major Fishing League. Das ist die Bass League in den USA. Letztendlich ist Fishing Clash ein Spiel, wo man die komplette Welt bereisen kann und die verschiedensten Fischarten beangeln kann, die es halt in den einzelnen Gewässern so gibt. Und man lernt relativ viel über die einzelnen Gewässer. Und ja, gerade wenn man mal nicht die Möglichkeit hat, ans Wasser zu fahren oder irgendwo im Zug feststeckt oder irgendwo im Büro oder wo auch immer, kann man das schon mal in einer ruhigen Minute spielen, würde ich sagen. Das Coole an der ganzen Sache ist auch, man kann gegen seine ganzen Kumpels spielen. Heißt, Basti hat sich das auch runtergeladen. Und ja, wir challengen uns immer gegenseitig, was ziemlich witzig ist. Wenn ihr euch das Spiel selbst einfach mal kostenlos herunterladen wollt, dann checkt einfach unten den Link in der Videobeschreibung oder scannt hier irgendwo den QR-Code, dann kommt ihr direkt zum Spiel. Verwende hierzu gerne meinen speziellen Geschenkcode Freestyle, um eine spezielle Belohnung im Wert von $20 zu erhalten. Einschließlich eines einzigartigen Avatars kostenlos dazu. Und damit ermöglicht ihr uns auch, solche Projekte hier umzusetzen. Und dann würde ich schon sagen, geht es jetzt weiter mit dem Video und weiter mit dem ersten Unterwasser-Live-Biss. Der Spot ist auf jeden Fall richtig geil. Ich angel jetzt direkt unter der Rutenspitze. Ich muss jetzt aber auch die Warthose anlassen, weil wenn ich einen Biss bekomme, dann muss ich erstmal ins Wasser sprinten, weil hier ist so eine Sandbank aufgespült. Und letztendlich muss ich den Fisch halt hinter der Sandbank drin, sonst kriege ich den da nicht drüber. Deswegen habe ich jetzt gleich die Rute auf die Sandbank gestellt. Mal gucken, was sie hier zum Köder vor der Kamera sagen. Ich glaube halt, was immer ein Riesenproblem ist, natürlich die Scheuchwirkung der Kamera. Das darf man nicht unterschätzen. Der einzige Vorteil hier ist jetzt natürlich, dass der Stab von der Kamera nicht so wackelt. Ich weiß nicht, wie das bei den anderen Aufnahmen war, aber da war durch die Strömung so eine Bewegung in diesem Stab. Das war nicht optimal. Hier ist jetzt zumindest alles schön ruhig. Der einzige Nachteil aber auch, wenn die Fische hier mal fressen, dauert es länger, bis das Sediment, also das Treibgut, das feine Sediment halt weggetrieben wird. Heißt, die Sicht ist auch deutlich schlechter, wenn ein Fisch kommt. Aber vielleicht klappt es ja. Auch an der zweiten Stelle dauerte es nur wenige Minuten, bis die ersten Fische auf den Platz kamen. Hier war es nur noch eine Frage der Zeit, bis der erste Fisch den Köder aufnimmt und sich hakt. Leider ist das Ganze nicht wirklich wie geplant abgelaufen. Der Fisch hat den Haken abgeschüttelt und war einfach weg. So wie das aussieht, passiert das öfters mal. Nur dass man an Land davon natürlich gar nichts mitbekommt. Doch kurze Zeit später hatte ich nochmal eine Chance. Oh.
So, da ist ja der erste wilde Flussspiegler. Der ist jetzt mal hängen geblieben. Ich bin mir nicht sicher, ob man es unter Wasser sieht, weil es war sehr, sehr trübes Wasser. Der hat noch Bock. Aber der Biss an der Oberfläche war auf jeden Fall schon ganz schön wild. Jetzt kann es weitergehen mit dem Wels. An dieser Stelle des Videos hast du dich bestimmt schon gefragt, was ich hier für ein Futter verwende. Alle Infos dazu findest du natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Ja, besser hätte es nicht laufen können. Ich gebe dem Ganzen jetzt noch mal 10 Minuten und dann laufe ich hier hoch an die letzte Stelle, wo ich heute Nacht auf Wels angle. Montage ist komplett vorbereitet. Ja, gerade da oben schaue ich dann, wo das tiefste Loch ist mit dem Deeper. Und da werde ich dann mein Wurmbündel platzieren, insofern ich heute Nacht Würmer finde. Das ist noch die nächste Herausforderung. Aber ich denke, dadurch, dass es heute Abend so warm ist und nachts dann doch noch relativ kühl, sollte die Wiese schön nass und feucht werden. Und wenn die Sonne dann untergegangen ist und eine halbe, dreiviertel Stunde später, sollten die ganzen Tauwürmer eigentlich an die Oberfläche kommen, an die Erdoberfläche. Und dann kann man die einfach einsammeln mit der Rotlichtkopflampe. Dann kann man sich auch die 5 Euro beim Angelladen sparen. Also man merkt schon, dass der Fluss jetzt auf jeden Fall zum Leben erwacht. Es ist deutlich wärmer, das Wasser. Die Fische eskalieren. Es kann nur gut werden heute Nacht. Sofern ich Würmer finde. Behausung für heute Nacht habe ich jetzt schon mal errichtet. Liege direkt neben der Welsroute, dass ich direkt anhauen kann bzw. die Route aufnehmen kann, wenn der Fisch beißt. Im Optimalfall. Ihr seht schon, ich bin sehr, sehr optimistisch. Mal gucken, ob das auch klappt. Und ja, die Karpfenrute liegt hier direkt unter der Rutenspitze vom Holz. Coole kleine Stelle. Döbel gibt es hier auf jeden Fall. Die Frage ist auch, ob hier Welse vorbeikommen. Aber ich glaube schon. Bin eigentlich ganz guter Dinge. Jetzt muss ich nur noch Würmer finden. Da werde ich jetzt in der Dämmerung noch ein paar suchen. Und hoffentlich auch einen finden, dass ich schon mal in der Dämmerung die Rute zumindest reinlegen kann mit ein paar Würmern am Haken. Und dann, wenn es richtig dunkel ist, dann drehe ich die Rute noch mal raus, wenn ich ein paar mit der Kopflampe entdeckt habe und mache da so ein richtig fettes Wurmbündel dran. Dass so ein richtig fetter Wels beißt. Oder eine Atomgrundel. Was sehr, sehr wahrscheinlich ist hier, weil hier ist wirklich alles voll mit Grundeln. Aber gut, jetzt geht's ans Würmer suchen. Okay, ich sag mal so, den kriegt man auch mit normalem Licht, so weit wie der außen ist. Da haben wir schon den ersten. Ich bin einen Meter weit gelaufen. Mal gucken, ob das noch... Oh, da war gerade einer. Oh, da ist ein großer... Alter, hier sind richtig viele. Hier sind richtig viele Würmer. Das wird ein Fest. Wichtig ist, wenn man sie hat, ein bisschen festhalten. Zack, da haben wir schon zwei. Ich hatte gedacht, das könnte schwer werden, aber
Es wird definitiv nicht schwer. Ja, gerade ist die Welsroute krumm gegangen. Auf den Circle Hook eine Barbe auf das Wurmbündel. Weißt du, normalerweise hakt man sie nicht mit einem 16er Haken. Nicht der Zielfisch. Trotzdem cool. So. Der Plan ist aufgegangen. Ist der erste kleine Wels. Noch kein Riese. Hat vielleicht so, ja, 70 cm oder so. Aber es hat funktioniert. Der Circle Hook sitzt genau im Maulwinkel. Schöne kleine Nacktschnecke. Jetzt hängt wieder ein Fisch. Auf Wurm beißt wirklich alles. Jetzt hat hier so ein richtig fetter Aal gebissen. Alter, was geht denn ab? Das hätte ich nicht erwartet. Boah, und der ist richtig fett gefressen. Schau dir mal das Ding an hier. Kann man immer schwer präsentieren. Boah. Voll die Schlange. Dicker Breitkopfaal. Alter Schwede. Boah. Ja, die ereignisreiche Nacht ist vorbei. Es haben so viele Fische letzte Nacht gebissen. Döbel, Aale, Barben, Karpfen, Wels. Ich habe gar nicht alles gefilmt. Also das mit Wurmangeln hat auf jeden Fall funktioniert. Mir sind tatsächlich irgendwann die Würmer ausgegangen. Ich war die ganze Zeit parallel hier am Feld am Suchen. Irgendwann wurde das dann immer schwieriger und ich wurde immer müder. Und dann, ja, zum Ende hin, die letzten 3 Stunden Dunkelheit, habe ich dann tatsächlich nur noch mit einer Karpfenrute geangelt. Da hat gar nichts gebissen auf dem Boilie. Aber auf Wurm ging es die ganze Zeit konstant ab. Lange Rede, kurzer Sinn. War eine krasse Nacht. Hat sich gebockt. Die Wetterbedingungen waren wirklich perfekt. Das Wasser ist ordentlich trüb. Eigentlich optimal, auch vielleicht den größeren Wels zu fangen. Der kam leider nicht vorbei, aber überhaupt nicht schlimm. Ich bin mega happy mit dem, was gebissen hat. Ich räume jetzt hier alles so ein bisschen Stück für Stück zusammen. Hier sieht es ein bisschen aus nach dieser ereignisreichen Nacht. Und dann werde ich auf jeden Fall nochmal an die Stelle zurücklaufen für 1-2 Stunden, wo ich gestern das letzte Mal mit der Unterwasserkamera gefilmt habe. Ich habe mir nämlich gestern Abend das ganze Material angeguckt und da waren so viele Fische. Ihr habt selber schon gesehen, da lege ich nochmal die Route rein. Vielleicht beißt ja noch einer. Ich habe jetzt glücklicherweise noch einen vollen Akku gefunden für die Unterwasserkamera. Die steht jetzt auch wieder auf dem Platz. Und ja, ich angle jetzt nur noch mit einer Rute, weil dann kriege ich die volle Aufmerksamkeit wirklich auf diese eine Rute und verteile die Fische nicht so. An sich wäre es bestimmt effektiver, mit 2 Ruten zu angeln, beziehungsweise auch die Ruten deutlich tiefer zu angeln. Hier ist ein großer Rundstrom und da stehen wahrscheinlich die Fische tief unten am Grund. Aber ich fische jetzt wirklich sehr, sehr flach an der Kante oben, dass die Fische halt hochkommen und man sie vielleicht vor der Kamera sieht. Jetzt gibt es erstmal noch einen guten Kaffee und dann warte ich noch 1,5 Stunden. Wenn da nichts geht, geht's ab nach Hause. Die Unterwasseraufnahmen, die jetzt folgen, sind nichts für schwache Nerven. Hier sieht man mal ganz gut, wie oft letztendlich der Hakenköder aufgenommen wird, der Fisch wegschwimmt und sich trotzdem nicht hakt, egal wie scharf der Haken ist. An Land habe ich von diesem Trubel natürlich wieder gar nichts mitbekommen. Doch das einzig Gute an der ganzen Sache ist natürlich, irgendwann bleibt doch einer hängen.
Ja, da ist ja der kleine wilde Spiegler. Kurz vorher hatte ich noch einen Fehlbiss. Der ist leider kurz nach dem Biss ausgestiegen. 5 Minuten später hat er gebissen. Geil. Ja, meine Freunde, das war's mit dem Video. Checkt auf jeden Fall noch die Videobeschreibung. Dort findet ihr alle Infos zu Fishing Clash und zu den Baits, die wir verwendet haben. Und gebt auf jeden Fall den Code FREESTYLE ein, damit ihr den Kanal unterstützt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.